Hallo, also das letzte Kapitel von Jasper im Gepäck konnten wir nicht hochladen, weil irgendwas ist jetzt mit dem Internet mühsam. Und deswegen lese ich euch Jasper im Gepäck und danach auch noch Puderbär. Ist der Dr. Dodi? Komisch ist denn. Egal, auf jeden Fall lese ich das nach, aber nicht alles am Stück. Okay. Alles in Butter. Mama hatte das Essen fertig, als sie nach Hause kamen. Für Tante Tinnegar hatte sie Pilzomelett zubereitet, für Niklas und Annelie Pommes mit Bratwürstchen. An Tante Tinnes Platz stand eine Vase mit blauen Blumen. Ach, wie schön, euch wieder wohlbehalten da zu haben, sagte Mama. Ich habe gewartet und gewartet. Eigentlich hättet ihr doch viel früher ankommen sollen. Der Zug muss Verspätung haben. Aber das ist jetzt unwichtig. Hauptsache, ihr seid da. Jetzt erzählt mal, wie ist es euch ergangen? Es ist wunderbar, großartig, einfach super, sagte Annelie. Und wahnsinnig spannend, ich wäre fast gestorben. Naja, ganz so schlimm war es auch nicht, wandte Niklas ein. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viel Spaß gehabt. Es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie Kopenhagen. Ja, doch, es war wirklich nett, sagte Tante Tinne. Mama warf Tante Tinne einen prüfenden Blick zu und tätschelte ihr die Hand. Jetzt isst erstmal tüchtig. Dann kannst du dich nachher hinlegen und dich ein Weilchen ausruhen. Ich möchte ganz gern hören, wie du das alles erlebt hast. Doch das hat keine Eile. Oh, erzählen kann ich schon, sagte Tante Tinne. Ein paar kleine Zwischenfälle gab es allerdings. Nichts Beunruhigendes natürlich. Ich bin froh, wieder mitsamt den Kindern zu Hause zu sein. Das kann ich nicht leugnen. Aber eins muss ich sagen. Niklas und Annelie waren die ganze Zeit sehr lieb und tüchtig. Sie waren äußerst fürsorglich und wohlerzogen. Wenn es irgendwelche Probleme gab, haben sie mir nach Kräften beigestanden und mich getröstet. Ja, das haben wir wirklich getan, sagte Niklas und Annelie. Mama nickte und tat Tante Tine etwas Salat auf. Bestimmt hast du eine Medaille verdient, liebe Tine, sagte sie. Aber warte mit den Einzelheiten, bis die ganze Familie versammelt ist. Dann hören wir uns alles an. Ich verstehe genau, wie es dir ergangen ist. Kommt Papa zum Essen nach Hause? Fragte Papa. Mama sah zum Fenster hinaus. Ja, hat er gesagt. Er will so schnell wie möglich vergewissern, ob ihr komplett seid. Und dann möchte er mit einem Auge sehen, dass Tinne überlebt hat. Ich glaube, ich habe gerade das Auto draußen gehört. Niklas fuhr so hastig vom Stuhl hoch, dass er fast umkippte. Er sah aus wie Tarzan, Sohn der Affen, der ein wild gewordener Elefant auf sich zukommen sieht. Ist er schon da? Rief er. Es ist doch hoffentlich nicht zu schnell gefahren, so schnell, dass er in der Garage mit etwas zusammengestoßen ist. Er hat hoffentlich gut aufgepasst. Annelie war aufgesprungen. Oh ja, er darf absolut nicht mit dem Auto in die Garage, ohne Licht anzumachen. Sonst werde ich wahnsinnig. Was in aller Welt ist denn in euch gefahren? Sagte Mama. Nichts, beteuerten Niklas und Annelie. In diesem Moment kam Papa zur Tür herein. Er ließ den Blick um den Tisch wandern und dann wurde er überfällig umarmt. Er streckte seine freie Hand zu Tante Tinne hin und lachte übers ganze Gesicht. Ihr habt es also geschafft, sagte er. Jetzt müsst ihr uns alles erzählen.
Er machte den Eindruck, als hätte er im ganzen Leben noch kein Pony gesehen. Niklas und Annelie konnten die Augen nicht von ihm abwenden. Er nahm ruhig Platz und aß alle Pommes auf, die noch übrig waren. »Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte Tante Tina bescheiden. »Es ist ja gar nichts Besonderes passiert. Wir sind bloß nach Kopenhagen gefahren und dann wieder nach Hause.« »Na, hört mal, das könnt ihr uns nicht weismachen«, sagte Papa. »So leicht kommt ihr mir nicht davon. Wir haben deine Ansichtskarte von vorn bis hinten gelesen und von hinten bis vorn. Wir wissen also schon manches.« Tante Tina räusperte sich und sah Niklas und Annelie an. »Ehrlich gesagt, weiß ich kaum noch das, was ich geschrieben habe«, sagte sie. »Naja, natürlich einiges darüber, dass Annelie im zoologischen Garten abgehanden kam und am selben Tag, als die Kinder unbedingt nachschauen wollten, ob sie in der Ponylotterie gewonnen hatten. Ich verstehe gar nicht, wie wir Annelie verlieren konnte. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber zum Glück hat sie ja doch noch den Weg zum Hotel zurückgefunden.« »Ist ja unglaublich«, sagte Mama. Und dann gab es noch ein paar Probleme. Der Portier behauptete, die Kinder würden auf dem Boden stampfen und im Zimmer Pferd spielen. Dabei war das nur das Zimmermädchen, das eben mit dem Saubermachen mit dem Staubsauger herumgerumst hat. Das habe ich selber gehört. Und Annelie auch«, fuhr Tante Tine fort. »Aha«, sagte Mama. »Eine Hotellauf halt mit den Kindern ist das Anstrengende, was es geht. Ich habe dich gewarnt«, sagte Papa. Tante Tine schüttelte jedoch tapfer den Kopf. Dafür konnten sie nichts. Aber der Gipfel war doch tatsächlich, dieser dumme Portier hat sich doch tatsächlich in den Wandschrank der Kinder gesetzt und laut gewiehert. Auf was für Ideen die Leute kommen, ausgerechnet als wir abreisen wollten und alles. Aber er hat sich geweigert zuzugeben, dass er in dem Schrank überhaupt betreten hat. So einer war es. Ein wiehernder Portier im Wandschrank«, sagte Mama. »Das klingt irgendwie seltsam.« »Ja, ich weiß bis heutigen Tage nicht, was er dort zu suchen hat«, sagte Tante Tine. »Nun, und dann geruhten Niklas und Annelie, alle Kleider aus meinem Reisekoffer auszuräumen, bevor ihn den Gepäckträger mitkam. Er hätte nicht erwähnt, dass er auch die Kleider mitnehmen sollten«, erklärt diesen beiden Dummköpfen. »Aber das war nicht weiter schlimm. Ich fand es nur komisch«, sagte Tante Tine. »So etwas Hirnverbranntes habe ich noch nie gehört«, rief Papa aus. »Wie konntet ihr euch nur so idiotisch benehmen?« Bevor Tante Tine weitererzählen konnte, sah er kurz richtig erbost aus. Mama dagegen sagte nichts. Sie war dazu übergegangen, Niklas und Annelie eindringlich anzuschauen. Im Zug gab es ein paar Probleme mit einem verrückten Schaffner, der partout darauf bestand, uns mitten in der Nacht zu wecken und von den Albträumen der anderen Passagiere zu erzählen, fuhr Tante Tine fort. »Wovon haben Sie denn geträumt? Die werden doch wohl nicht vom Pferden geträumt haben«, fragte Mama. »Doch tatsächlich, wie konntest du das erraten?« »Zum Schluss habe ich mir sogar selbst eingebildet, Pferde zu hören«, sagte Tante Tine. »Und die Kinder rumorten die halbe Nacht im Abteil herum, haben gegessen, getrunken und einander die Ohren gekraut. Ich habe gesagt, ihr sollt euch ruhig und anständig verhalten. Warum habt ihr das nicht getan?«, fragte Papa ärgerlich. Niklas und Annie trauten sich, ihm nicht zu antworten. Papa durfte um keinen Umständen verstimmt werden. Mama guckte auch schon ganz komisch. »Ach, das vergessen wir einfach«, sagte Tante Tine. »Wahrscheinlich haben sie nicht schlafen können, weil wir so viel erlebt haben. Naja, und danach gibt's nicht mehr viel zu erzählen. Nur, dass Annelie ganz traurig wurde, als sie ein kleines Pony auf
dem Bahnhof ausgeladen wurde. Und da musste ich sie trösten. Und dann, Tante Tin überlegte einen Augenblick. Ja, dann war nichts mehr, schloss sie. Nun, ich weiß nicht so recht. In meinen Ohren klingt das so, als würde da irgendwas dahinter stecken. Ich glaube allmählich, dass... Aber Tante Tinne, Niklas und Annelie treten sich alle gleichzeitig zu ihr um. Nein, 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 sagte Tante Tinne. Alles lief ganz wunderbar. Es ist nichts, Mama, überhaupt nichts, rief Niklas und Annelie. Aber Papa lachte wieder über das ganze Gesicht. Gut, wenn ihr nichts Schlimmeres war, ich habe kaum arbeiten können, weil ihr die ganze Woche an euch denken musste. Ich habe mir die fürchterlichsten Sachen vorgestellt. Aber hier seid ihr froh und zufrieden und nichts wirklich Ernstes ist passiert. Das müssen wir feiern. Er hiefte Annelie in die Luft und knuffte Niklas in die Seite und warf Tante Tinne ein Lächeln zu. Du bist tüchtiger, als ich geglaubt habe, sagte er anerkennend. Und hier zu Hause ist auch nichts Besonderes vorgefallen. Nur, dass ich fast zu spät zum Essen gekommen war, weil ich in der Garage ein Pony vorfand. Es stand da ganz friedlich und trank Wasser aus dem Eimer, mit dem ich sonst Auto wasche. Wirklich, Papa, ist es nicht süß, schrie Annelie. Wie findest du es, schrie Niklas. Nein, das hört doch alles auf, sagte Mama. Jetzt verstehe ich, was hier gespielt wird. Da fingen Niklas und Annelie ganz wild auf und ab zu hüpfen. Niklas packte Papa am Ärmel und schüttelte ihn, um ihn am Denken zu hindern. Annelie versuchte, Mama den Mund zu halten. Sag nichts, Mama, bitte, bitte sag nichts. Hat es dir gefallen? Fragte Niklas mit ernster Miene. Papa nickte zustimmend. Ja, so ein niedliches Pony habe ich bestimmt noch nie gesehen. Ich begreife nun nicht, wer es dort hingestellt hat. Da muss sich jemand von der Reitschule in Sektretta in der Adresse geirrt haben. Schade, dass es uns nicht gehört. Sonst könnt ihr darauf reiten. Mama schlug die Hände vor das Gesicht. Oh je, jetzt hast du was angerichtet. Diese Worte wirst du noch bereuen. Aber sie musste trotz allem doch lachen. Papa machte ein völlig verständnisloses Gesicht. Er sah Mama an und dann Niklas und Annelie, die inzwischen wie verrückt um ihn herumtanzten, johlten und Hurra schrien, da sich die Wände bogen. Ist es sicher, dass wir auf ihm reiten dürfen, wenn es uns gehören würde? Sag ja, Papa, sag ja, schrien sie. Sag nein, hörst du, ich rate es dir, rief Mama. Aber Papa kapierte überhaupt nichts. Warum denn? Ist doch klar, dass sie dürften. Also wenn, aber jetzt ist es nun mal so. Doch genau das ist es, verkündete Annelie feierlich. Jasper ist unser Pony und du hast gesagt, dass wir es behalten dürfen. Du hast es versprochen, sagte Niklas. Angesichts des Walters hörte Mächte, holte Papa tief Luft und beschloss, sein Geschick wie ein Mann zu tragen. Was ist denn das für ein Pferd, wovon ihr redet? Fragte Tante Tinne. Wo habt ihr denn das her? Das würde ich jetzt aber wirklich gern wissen. Okay. Dann bis morgen. Und das Kapitel von Puder Bär lese ich euch heute, aber wie gesagt, nicht am Stück mit Jasper im Gepäck. Okay, dann tschüss.